Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Putengyros überbacken auf Kritaraki-Nudeln vorstellen. Ein klassisches Rezept, das wir immer beim Griechen essen. Ich finde es super lecker, wieder sommerlich und erinnert so ein bisschen an Urlaub. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder rausgelegt. Natürlich brauche ich Kritaraki-Nudeln. Ich brauche Putenschnitzel, Champignon, Petersilie, passierte Tomaten, eine Zwiebel, Gratin-Käse, Feta, außerdem Knoblauchpulver, Gyros-Gewürz, Zucker, Pfeffer, Paprika-Edelsüß, Oregano, Oliven und Olivenöl zum Anbraten und dann kann es auch schon losgehen. Wo gibt es das Rezept? Einfach in der Infobox unter dem Video auf Mehr ansehen klicken, dann auf den Rezeptlink. Ihr landet dann auf meiner Homepage bei diesem Rezept, auf der ihr das Rezept und viele andere zum Download oder zum Ausdrucken findet. Viel Spaß beim Nachkochen! Ja, ich fange an und koche zunächst mal die Kritaraki-Nudeln hier nach Packungsbeilage, also kochendes Wasser, ein bisschen Salz und die Nudeln dann hinzugeben. Dauert so 5 bis 8 Minuten höchstens. Guckt auf die Packung und wenn hier die Nudeln fertig gekocht sind, dann gieße ich die nicht gleich ab, sondern ich nehme mir ein bisschen Nudelwasser. Ihr wisst, da ist viel Stärke drin, das kann man super zum Binden später nehmen. Das werden wir auch machen, also schöpft so ein Viertel Liter von dem Kochwasser ab, bevor ihr die Kritaraki abgießt und stellt das erstmal beiseite. Dann geht es weiter, Vorbereitungen. Ich fange mit der Zwiebel an, das ist nicht viel Arbeit. Ich habe hier eine große Gemüsezwiebel, die halbiere ich, pelle sie. Und schneide sie danach eben nicht in Würfel, sondern schneide die Hälften jeweils runter in halbe Scheiben. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich die Zwiebel in Scheiben geschnitten habe, dann kann man die so ein bisschen zerpflücken. Ihr kennt das schon von anderen Gerichten von mir, von Gyros-Gerichten. Und dann habt ihr so Zwiebelstreifen, die eine schöne Konsistenz haben später und eben auch den Geschmack gut aufnehmen. Wenn wir das gemacht haben, dann geht es weiter. Dann nehme ich meine Putenschnitzel und schneide die einmal längs in Streifen, dann nochmal quer, dass man so kleinere Streifen hat, nicht so ganz kleine Stücken, die man später auch noch aufspießen kann. Also so mittlere Größe, ja, so sieht das aus. Dann gebe ich die Putenstreifen zu den Zwiebelstreifen hier in eine verschließbare Box. Und jetzt rühre ich das Ganze erstmal durch und ihr kennt das ja von mir schon, jetzt hier erstmal mischen, mischen, mischen. Und wenn wir das gemacht haben, dann geben wir Pfeffer dazu. Außerdem das Gyros-Gewürz und wenn wir das Gyros-Gewürz hier so ein bisschen verteilt haben, dann kommt das Olivenöl dazu und das mischen wir jetzt hier gut durch und wenn wir alles gut durchgemischt haben, dann geben wir hier auf die Boxendeckel, verschließen dieses Puten-Gyros-Gemisch und lassen das ungefähr eine Stunde, gute Stunde, 2 Stunden vielleicht maximal marinieren. Nächster Schritt, unsere Champignons, die wir noch vorbereiten. Ich halbiere die immer und schneide die auch in nicht so dünne Scheiben. Mehr müssen wir mit den Champignons auch gar nicht machen. Und dann können wir die auch erstmal beiseite stellen. Ich nehme hier glatte Petersilie. Ich finde die vom Geschmack her schöner. Ihr könnt aber auch krause Petersilie nehmen und zupfe zunächst mal die Stiele ab. Die wollen wir nicht, sind relativ bitter. Also die Stiele entferne ich und dann hacke ich den Rest eben klein. Die Petersilie brauchen wir gleich fürs Gericht und später auch zum Garnieren. Dann habe ich noch meine Oliven, hier schwarze Oliven, entsteinte Oliven und die schneide ich einfach nur in Scheiben. Mehr müssen wir mit den Oliven auch nicht machen und dann haben wir die Vorbereitung hier auch schon beendet. Jetzt hole ich mein eingelegtes Putengyros wieder aus dem Kühlschrank und gebe es in eine erhitzte Pfanne, nicht ganz so heiß, nicht knallheiß, so 75-80% und brate meinen Putengyros jetzt hier schön an. Das dauert nicht lange, 10 Minuten vielleicht. Und auf jeden Fall sollte die Brute innen natürlich nicht mehr roh sein. Aber nicht zu lange, wir wollen auch nicht, dass das Fleisch ausderzelt und total trocken wird. Ihr seht das dann schon, so langsam verdampft dann auch die Flüssigkeit. Und wenn wir soweit sind, wenn die Zwiebeln auch dann glasig werden, so langsam, das sieht schon lecker aus. Man riecht das auch, toller Geruch. Dann kommt als nächster Schritt hier, kommen unsere Champignons dazu. Macht so ein bisschen Platz in der Pfanne, damit wir die Champignons da gleich erstmal anbraten können. Na, und jetzt verteile ich die Champignons so ein bisschen und das Ganze nochmal, na, 5, vielleicht 10 Minuten. Die fangen dann an, langsam Wasser zu ziehen
Und wenn es soweit ist, wenn die Champignons auch die Farbe angenommen haben hier, dann geht's weiter. Dann kommt Knoblauchpulver jetzt als Würzung dazu, Paprika, außerdem Oregano, klassisch griechische Kombination hier. Und dann haben wir noch ein bisschen Zucker später als Ausgleich gegen die passierten Tomaten, gegen die Tomatensäure. Und jetzt wieder mischen, mischen, mischen. Na, auch das mische ich durch, nicht zu lange, höchstens ein paar Minuten, nochmal 3-4 Minuten, mehr brauchen wir nicht. Und jetzt gebe ich auch die passierten Tomaten dazu, die Tomatensauce hier. Und auch hier jetzt alles wieder mischen, mischen, mischen. Und da sind wir auch fast fertig schon. Viel mehr machen wir gar nicht. Na, das lasse ich jetzt so ein bisschen blubber noch ein bisschen aufkochen. Nicht zu heiß, Tomate brennt schnell an. Und jetzt binde ich, je nachdem wie dick ihr es haben wollt, meine Tomatenmasse hier mit dem Gyros, mit dem Kochwasser von den Nudeln. So, bis es die richtige Konsistenz hat, die ihr mögt. Und jetzt gebe ich die Hälfte der Petersilie dazu. Mehr brauchen wir nicht, die andere Hälfte brauchen wir zum Garnieren. Und jetzt heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Ja, und das war es auch schon. Jetzt gebe ich meine Kritaraki-Nudeln, die ich zwischendurch abgegossen habe, in eine Auflaufform, die groß genug ist. Nehmt eine, in der ihr die Kritaraki-Nudeln so, na, so 2 Finger breit hoch ausbreiten könnt. Also nicht so eine kleine Form. Und wenn ich das gemacht habe, dann gebe ich hier mein guten Gyros in der Tomatensauce über die Kritaraki-Nudeln. Dann nehme ich den Feta und zerbröckel den so mit der Hand und streue den jetzt hier über die Tomatenmasse mit dem guten Gyros. Und da habe ich auch tatsächlich einen ganzen Würfel genommen. Und wenn ich damit fertig bin, dann kommt noch der Gratin-Käse, den ich als letztes darüber streue. Und wenn wir den Gratin-Käse drüber gestreut haben, haben wir noch unsere Olivenscheiben über. Und die gebe ich jetzt auch noch als allerletztes als Topping oben drauf. Und dann geht das Ganze bei 180 Grad, 25 bis 30 Minuten Ober-Unterhitze in den Ofen. Da können wir auch gucken, ob es geklappt hat. Ja, sieht lecker aus, riecht sensationell. Wirklich total lecker nach Gyros und nach Urlaub und nach Griechenland. Also zumindest vom Geruch her ist es wunderbar. Und jetzt nehmen wir mal so eine Portion raus und ihr seht schon, die ist ziemlich filigran, also so richtig fest wie eine Lasagne wird das nicht hier. Man kann es auch als Fenchelgericht machen, ihr könntet auch einzelne Fenchel nehmen pro Gast, das geht auch. Dann kann man direkt aus der Pfanne essen, so wie ihr es vielleicht wie ich auch beim Griechen kennt. Und dann garniere ich nur noch mit ein bisschen Petersilie und das war's auch schon. Und fertig ist hier das Puten Gyros. Und ich kann euch sagen, sensationeller Geschmack, schmeckt wirklich super, super lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, das ist wirklich einfach. Also mein Puten-Gyros überbacken auf Kritaraki-Nudeln hat wirklich super geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.